So, hallo, willkommen zurück bei Juve-Traumnacht. Heute wieder mal mit Gothic 1. Und heute ist es unser Ziel, auf jeden Fall reinzugehen und zu überleben, weil das wird jetzt echt ein Schamatzel, würde ich mal sagen. Die Templern haben sich jetzt hier vorbereitet, würde ich mal sagen. Und die warten auf mich, bis ich das Signalwort gebe. Also bis es sich jetzt hier öffnet und dann gibt es hier Krieg. Also ich sag jetzt mal Asgard Bescheid. Alle Vorbereitungen. Ja. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Das Tor kann geöffnet werden. In Ordnung. Dann öffne du den Schacht. Der Tanz kann beginnen. Ich wollte es gerade vorlesen. Ich bin so blöd. So, jetzt geht's ab. Heute Abend geht euch Gulasch, Drecksvieh. Ey, das ist meine EP. Oh nein. Komm doch, hä, hey, was mit dem? Scheiße, ist nichts wie weg. Das war's jetzt, oder was? Bro. Okay. Das. Ey, ich wäre fast gestorben gerade, weil ich hab nicht gewusst, wie viel Hits die mir machen. Und die haben mir einfach mal die Hälfte abgezogen. Okay, wir haben, ja, nehmen wir mal dieses Drank hier. Müssen wir noch mit jemand reden hier? Hallo. Hi. Nö, mit dem, ja, ich denke mal, wir gehen jetzt rein. Wir haben ja eine, ja, wir haben genug Lichtzauberspruchrollen. Die benutzen wir dann auch dafür. So, jetzt können wir alles sehen. Okay, fast alles. Nur diese Umgebung, wo wir gerade sind. Sonst können wir nichts sehen. Okay, da ist schon der erste Minecrawler. Wo wir sind. Ja! Aua. Komm, noch mehr. Okay, ich habe mich vertan, nicht die Hälfte, aber fast die Hälfte auf jeden Fall. Ah, die machen echt gut Hits, Mann. Man muss echt aufpassen gegen denen. Ich muss auch versuchen, immer zu speichern. Und es irritiert auch ein bisschen, das ist irrsinnig, Mann. Aua. Ich brauche einen Trank wieder. Ja, am besten dieses hier. Und da oben geht's weiter. Da geht's auch irgendwo hin. Ich guck mal kurz. Ah, okay, ich glaube, das ist es sind zwei Wege, wo es dorthin zuführt. Aber ich nehme jetzt einfach diesen. Okay, die Schläge haben gerade nicht gehittet. Manche Schläge hitten einfach nicht. Das ist ein bisschen komisch. Ich weiß, die tun Abwehren, aber gerade wo er umgedreht war, der konnte nichts machen eigentlich. Ein bisschen unlogisch. Ah, okay. Da sind wieder welche. Warte mal. Erstens, warum sind die entlang gelaufen? Warum haben die mich gleich angegriffen? Und zweitens, warum ist da gerade jemand random gestorben? So viele Fragen. Und warum, Alter, kannst du nicht stehen bleiben, Mann? Ich will dich doch nur töten. Ja, okay. Mann, was ist das? Hey, jetzt soll der herkommen. Ich hab keinen Bock mehr. Hey, Mann, das nervt. Oh mein Gott.
manchmal hittet es einfach nicht und das regt mich so auf. Ja, geh direkt da rein. Alter. So unnötig. Diese Scheiße. Dieser scheiß Bug, meine ich natürlich. Ich glaube, er hat einen ganz anderen angezielt, der irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht wie, aber irgendwie hinter der Wand ist. Reingeklickt oder so. Dann haben die ihn einfach gejagt. Oder es war ich und die haben mich einfach nicht richtig wahrgenommen. Ich habe keine Ahnung, welche Drogen die genommen haben. Aber ja, auf jeden Fall nichts Gutes. Und das ist halt. Ach. Wir haben die gekillt und Punkt. Okay, da hinten ist irgendeine fette Gestalt. Ich kann mal, also jetzt sage ich euch, was es ist. Es ist die Minecraft. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Es ist die Minecrawler-Königin. Also das ist sozusagen die Mutter von den ganzen Minecrawlern hier in dieser Kolonie oder besser gesagt dieser Mine. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch andere Mütter. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist jetzt die Mutter oder Königin, hauptsächlich, egal wie ich sage, die wir jetzt umlegen müssen. Aber ich weiß nicht, ob wir es hinbekommen. Deswegen habe ich auch immer gesagt, dass wir uns richtig fett ausrüsten müssen. Aber ja, ich muss gucken, wie gesagt. Ich teste es mal. Wir haben erstmal richtig viel Schaden gemacht, aber man sieht, dass er richtig defenden kann, egal. Oh, sorry, wegen der Übersteuerung. Egal wie viel man hitte, also egal wie viel man schlägt, er tut immer defenden. Und es ist immer Glück, dass man trifft. Und das ist halt die Schwierigkeit von diesem Endgegner, von diesem Kapitel. Aber vielleicht klappt es ja mit dem Bogen. Ja, der Bogen hittet es nicht einmal richtig, ihr seht es. Wenn man ihn abknallt, dann tut er sich kurz bewegen, weil ich glaube, es ist so, dass der Pfeil schon zu ihm geht, aber er geht sozusagen durch und dann wackelt er kurz. Das ist so. Das ist richtig komisch gemacht, auf jeden Fall. Nein, das ist böse. Geht's ja? Nein, natürlich geht's nicht. Ich habe keinen Bock jetzt ihn eigentlich anzugreifen, weil es dauert zu lang. Aber ich muss. Das Ding ist, also das erkläre ich euch mal kurz, bei Gothic 2 ist es ganz anders. Ich tue ja links und rechts hinten. Und wenn ich ganz schnell mache, dann tut es nicht mehr reagieren und dann bleibt er einfach wieder stehen. Und das ist, glaube ich, bei Gothic 2 nicht so. Und das Ding ist, er tut es in Zeitlupe machen und dann muss ich so langsam meine Tasten drücken. Und dann schlafen meine Finger ein und das ist halt die Schwierigkeit. Ich weiß, ich jammer gerade ein bisschen rum, aber ey,
das immer, ich muss immer A und dann D und dann A und dann die ganze Zeit und das hittet einfach nicht zu dem Moment. Also es ist echt scheiße Glück, wenn man hittet. Und das ist die Schwierigkeit von diesem Gegner. Oh Gott. Das Unlogische ist einfach, warum kann ich ihn nicht hitten mit meinem Bogen? Warum geht es nicht? Weil, ja, es geht in jeden Viech und da müsste ich nicht 1000 Jahre ihn hitten, damit ich schon, ja, fertig bin. Aber nö. So, ich hab ihn gerade gehittet. Ja, man, ich kann ihn hitten und er kann mich dann nicht hitten. So. Guck, er kann mich nicht hitten in der Reichweite. Aber ich kann mich auch schon nicht hitten. Okay, jetzt habe ich mich richtig konzentriert. Ich habe das jetzt mit meiner rechten Hand gemacht. Also ich habe Steuerung-Taste gedrückt und dann mit meiner rechten Pfeilen von meiner Tastatur. Weil mit meinen linken kriege ich richtig Schmerzen, wenn ich das mache. Aber ich habe es geschafft. Ich kann leider ihn nicht entnehmen. Ich weiß nicht warum, weil eigentlich hat er die meisten... Wie soll ich sagen, die meisten Teile, was man braucht für zum Beispiel Rüstungen und so oder so. Und es ist halt die Königin, die muss eigentlich am meisten an Platten und alles haben. Aber die hat einfach nichts, was wir entnehmen können. Aber egal, wir haben es geschafft. Ich habe wahrscheinlich dieser Teil nicht geschnitten, aber ich habe ihn ein bisschen, ich glaube, ich sag mal viermal mehr verschnellert. Und ich werde dann mit den Templern reden und mit den einen und dann würde ich mal sagen, würde ich dann, also ich werde dann, wo bin ich hier? Ich sehe nichts. Okay, warte mal, ich speichere mal kurz, weil ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ah, okay, ich muss da einfach langlaufen. Alles klar. Also, ich werde jetzt mit denen hier reden, dann mache ich einen Cut, dann gucke ich, ob ich mit ihnen reden kann. Wenn ich mit ihm nichts reden kann von diesen Dings, dann cutte ich dann bis draußen. Und ja, ihr wisst dann Bescheid. Also, Gornavid, ja. Ich habe das Nest der Königin gefunden. Im Namen der gesamten Bruderschaft danke ich dir dafür. Möge der Schläfer auch weiterhin seine schützende Hand über dich halten. Der Schläfer... Lass mich vorbei. Oh, sorry, du... Der Schläfer... Ich habe das Nest der Crawler gefunden. Wunderbar. Gehe nun zurück ins Lager und beende deine Mission. Kor Kalom erwartet dich Ja. Alles klar. Alalalala.
Ich habe das Nest der Königin gefunden. Du hast Mut und Kampfgeist bewiesen. Solche Leute können wir gebrauchen. Ja, ich bin ein Söldner und ihr braucht solche Leute. Okay, gut. Hallo. Hat er noch was? Nein. Also, dann würde ich mal sagen, ich mache jetzt mal einen kurzen Cut. Ich hoffe, ich habe auch alle Eiler. Okay, jetzt habe ich richtig verschissen. Ich speichere mal zur Sicherheit hier bei D6 und bei D5. Und wenn ich ein oder zwei Eier vergessen habe, dann kann ich einfach wieder easy laden. Und ja, ich mache jetzt einen Cut. Wir sehen uns dann entweder bei Ian oder draußen. Also bis gleich. Okay, Leute, ich kann doch einen Dialog hier bei Ian abspielen. Ich habe das Nest gefunden. Dann kehrt jetzt hier endlich wieder Ruhe ein. Nichts für ungut. Gute Arbeit, Kleiner. Hier, nimm diese Kiste Bier für deine Mühen. Wow, kannst du mir nicht einfach... Der gibt mir nur Bier. Er kann mir Erz geben, er kann mir Heiltränke geben, weil ich wahrscheinlich richtig kaputt bin von den Hits von denen. Nö, er gibt mir Bier. Yo. Aber dann, wenn jemand nach Bier fragt, kann ich ihm wieder geben, weil es gab hier echt viele Leute, die immer nach Bier gefragt haben, wegen Informationen oder so. Ihr wisst Bescheid. Ja, also ich mache jetzt wieder einen Cut, wir sehen uns gleich wieder. So Leute, ich bin jetzt draußen wieder in unserer Strafkolonie. Oh je, guck, hier kann man jetzt zeige ich euch mal, wie die Barriere hier aussieht. Also die Magier haben das hier echt zugeben. Okay, ich wollte gerade was Falsches sagen. Ich sag mal, die haben uns alle, also sogar sich selber, sie haben sich alle eine Falle gebaut und wir sind jetzt hier drin gefangen. Wir kommen hier nie wieder wahrscheinlich raus. Und ja, das müssen wir jetzt akzeptieren. Aber unser Ziel ist es jetzt erstmal, also wir haben Ulberts Lagerschuppen das ist das, was ich nicht checke, egal. Das da mache ich noch wahrscheinlich. Das da muss ich machen. Das ist eine Hauptmission. Das ist scheißegal. Vielleicht mache ich das noch. Das ist eigentlich so eine Mission, wo man eigentlich in den ersten Kapiteln noch machen musste. Das da mache ich jetzt. Da gehen wir kurz ins alte Lager. Und das machen wir jetzt auch danach. Wir müssen ja die Eier, die Sekrete sozusagen, müssen wir jetzt zu Korka. Oder heißt es so? Nee. Oder doch? Ich sag, warte, ich guck mal kurz. Ja, Korkalon. Zu denen sollen wir jetzt die Eier bringen, damit er den, ja, damit er irgendwas damit macht. Das werden wir dann mitbekommen, wenn wir bei ihm sind, auf jeden Fall. Ich werde dann höchstwahrscheinlich wieder einen Cut machen, wenn ich von alten Lager zum Sumpf gehe, weil das ist ein langer Weg und ich habe keinen Bock, das mitten in der Aufnahme zu haben, weil das ist alles Zeitverschwendung. Ihr seht dann wahrscheinlich, wie ich dorthin laufe, aber das ist ja, das ist für mich, in meinen Augen ist es unnötig, dass ich das dann noch mit aufnehme. Ich finde dabei, Cuts zu machen viel besser. Ich tue ja wahrscheinlich da ein paar Kills machen von Tieren, aber das ist eigentlich egal. Oder wenn ich Pflanzen aufsammle, ja. Das sind dann, also wenn ich jetzt, ja, das ist egal jetzt eigentlich, aber ja, damit ihr das dann wisst. Ja, in Extremo tut ihr immer noch feiern. Man darf auch nicht alles glauben. Baltaran, ich guck mal kurz, ob er mit mir redet oder so. Hallo? Nee. Ja doch, aber nee. Budler. Okay. Sly. Ich laufe hier nicht lieber oben hindurch, weil das sind diese ganzen Halsabschneider, die uns die ja wahrscheinlich auch noch, die uns das Erz von den Tasche ab greifen wollen. Also ich glaube, es gibt hier insgesamt 3 Leute, die das machen immer. Die patrouillieren halt durch die ganze City. Bist du's? Ja. Ich war am Lager der Sekte und hab Melvin getroffen. Und?
Was sagt er? Es gefällt ihm anscheinend besser, als sich von den Gardisten schikanieren zu lassen. Hey Mann, er hat den ganzen Spaß ohne mich? Ich muss dahin. Aber ich komme nie aus dem Lagerraum. So? Warum nicht? Die Gardisten haben spitz gekriegt, dass ich mich verdrücken will. Schätze, ich habe zu viel geredet. Ich bräuchte mindestens 100 Erz, um die Wachen zu bestechen. Hi, ich bin... Ja, das kenne ich schon. Ich weiß nicht, warum dieser Dialog wieder da war. Ach, keine Ahnung, juckt mich eigentlich jetzt nicht. Ich gehe jetzt einfach zum Sumpf. Keine Ahnung, was jetzt bei diesem Dialog kaputt gegangen ist. Vielleicht hätte ich zuerst mit ihm, also mit Ducey, dann mit Melvin reden sollen. Ja. Egal. Warte, kann ich jetzt Dexter eigentlich dieses... Habe ich das überhaupt? Ich glaube, ich habe es von ihm geklaut. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt noch immer noch geben kann. Ja. Ich habe das Rezept, das du wolltest. Sehr gut. Zeig her. Gut, jetzt kann ich die Tränke selber herstellen. Bist ein guter Mann. Werde Diego von der Sache erzählen. Hier, nimm das für deine Mühen. Ja. Zum Glück ist es jetzt nicht früher abgebrochen, dieser Dialog, weil da ist gerade der vorbeigelaufen, der mir auch das Erz, was ich besitze, abgreifen will. Und yo. Also ich mach dann wieder mal zum 5-millionsten Mal einen Cut. Warte mal, können wir mit denen reden wegen dieses Bestechen? Oder ist es jetzt wieder, also ist es jetzt ein Bug? Ja, es ist ein Bug wahrscheinlich, dass ich nicht mehr das machen kann, dass ich 100 Erz gebe oder so. Also ich mache jetzt einen Cut auf jeden Fall. Wir sehen uns dann im Sumpf. So. Also, wir gehen jetzt zu Korkalong. Können wir mit Lester reden? Nein. Der schläft. Nur die Allgemeindialogs, die brauche ich jetzt. Vielleicht kann ich ja mit Melvin reden. Ich kenne Dusty. Hab mich kurz mit ihm unterhalten. Wenn du ihn nochmal triffst, sag ihm, er ist schön blöd, dass er da geblieben ist. Wird's ihm... War es jetzt ein... Ach nee, aber ich glaube, jetzt habe ich alles durcheinander gebracht. Scheiße. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder zu Dusty gehen. Und dann ihn mitnehmen hierher und dann wieder mit Melvin reden. Also ich... Oh nein, ich hab wieder... Ach. Ich hätte einfach zuerst mit Dusty reden sollen. Dann mit Melvin und dann wieder mit Dusty. Jetzt habe ich das alles so komisch gemacht, ja. Obwohl das eine Nebenmission ist, habe ich das kompliziert. Ah, ich dachte gerade, ich wäre jetzt in einem falschen... Abstieg hochgegangen oder wie auch immer man das nennt. Kane, Zane oder wie auch immer. Was willst du? Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ich habe Crawler-Zangen für dich. Sehr gut. Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Bitteschön. Ich habe Eier einer Crawler-Königin gefunden. Ich wusste es. Meine Vision war ein Zeichen. Die Eier ihrer Königin enthalten also das starke Sekret. Ausgezeichnet. Damit kann ich ein Elixier brauen, das uns den Kontakt zum Schläfer ermöglicht. Was ist mit der Belohnung? Ah, ja, richtig. Danke. Ich meine eine handfeste Belohnung. Na gut, na gut. Was willst du? Mana-Trank, nein. Erz, vielleicht. Heilmittel, nein. Eine Waffe, nein. Weil 100, ich kann jetzt schon sagen, das wird ein Kampfstock sein. Und bei Rune, ich glaube, das ist keine Teleport-Rune. Es ist wahrscheinlich ein Licht-Ding. Also nehme ich jetzt einfach mal das Erz. Ich weiß, ich hätte davor speichern sollen. Ich Dummkopf. Aber ich kann nichts mehr dran ändern. Erz. Nimm dieses Erz als Zeichen der Dankbarkeit der gesamten Bruderschaft. Okay. Kann nun die Anrufung des Schläfers beginnen.
Nein, es ist mir noch nicht gelungen, eine Methode zu entwickeln, den Fokus aufzuladen. Uns fehlt das alte Wissen über diese Artefakte. Heißt das, es war vergebens, die Eier zu holen? Nein, hör mir zu. Es gibt einen Almanach, in dem das steht, was wir wissen müssen. Wir haben dieses Buch dem Feuermagier Coristo aus dem alten Lager abgekauft. Allerdings ist es beim Transport vom alten Lager hierher geraubt worden. Ich hatte Thalas, einen Novizen, damit beauftragt, das Buch zu mir zu bringen. Aber er wurde überfallen. Er hat mich enttäuscht. Aber ich habe ihm noch eine Chance gegeben. Er hat nun den Auftrag, den gestohlenen Almanach zurückzuholen. Sprich mit ihm. Er wird alle Hilfe brauchen, die er bekommen kann. Wo finde ich Thalas? Er versucht, auf dem Vorplatz des Tempelbergs Leute zu finden, die ihm helfen. Wer hat den Almanach gestohlen? Thalas hat berichtet, dass er von schwarzen Goblins überfallen wurde. Merkwürdig, aber nicht unmöglich. Was ist für mich drin? Habe ich nicht schon mehr als einmal meine Großzügigkeit bewiesen? Du wirst angemessen entlohnt werden. Erstmal abwarten. Cool. Oh, ja, das ist wieder mal so ein Dialog. Wir sehen uns. Nee. Also, dann gehen wir mal zu Thalas. Der soll bei... Also, da hinten, bei dem... Hauptort sein. So nenne ich es jetzt einfach. Weil überall gibt's Hauptorte in jeder, bei mir in Lagen. Ey, jetzt raste ich. Ich denke, dass man dieses Ort den Vorplatz nennt. Also hier niemand. Nicht. Niemand. Immer wieder dieselbe Leier. Da hinten auch wahrscheinlich nicht. Nein und nein. Und ich glaube, der ist da hinten. Du meinst? Ja, da ist er. Thalas. Du meinst? Du bist Thalas, der überfallen wurde. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht darüber reden. Reden. Ich kann dir helfen, den Almanach zurückzubringen. Wirklich? Goblins haben mich überfallen und jetzt soll ich wieder zu ihnen gehen und das Buch zurückbringen. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich zeige dir den Weg zum Almanach und du holst ihn zurück. Gib mir 50 Erz und ich bin dabei. Was? Du beraubst mich? Nun gut. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Ich höre nicht mehr auf das Gefase. Wenn ich dir helfen soll, dann mit einer Hand die andere waschen. Ja. Ich bin bereit, wir können losgehen. In Ordnung, folge mir. Du.
Das sind auch schon die Varanen. Ich geh Hilfe holen. Ja, du Pussy, Alter. Ich freiwillig hitten lassen, damit ich ihn überhaupt hitten kann. Wie eine Pussy. Der sagt dann noch so aus Ausrede, ich geh Hilfe holen. Für was hat er dann eine Waffe, wenn er nicht einmal mit einer Fliege kämpfen kann? Und wo ist der jetzt? Also... Also, ich tu mal ganz kurz speichern. Und dann guck ich mal, wo der ist. Alter, ist er jetzt ernsthaft bis zum Lager wieder gelaufen? Nein. Ich lade dann einfach wieder und dann gucke ich dort. Nö, der ist nicht hier. Ja, wo ist er dann? Der Mann, wo ist der? Ach komm. Der ist einfach von alleine dahin gegangen, ohne mich irgendwie. Hinter dieser Brücke ist die Höhle dieser verdammten kleinen Biester. Pass auf dich auf. Du kommst nicht mit? Ich werde hier auf dich warten und unseren Rückzug decken. Also dümmer geht's echt nicht. Er rennt weg irgendwo hin. Also ich dachte zum Lager und dann ist er auf einmal hier und tut so, als ob nichts gewesen wäre. Also anstatt nach mir zu suchen, nö, er läuft einfach gechillt hierher und ja, juckt ihn einfach nicht. Aber das wird echt, also... Das ist echt jetzt ein harter Kampf, weil diese Goblins sind so stark, also die schwarzen Goblins. Oh Gott, ey. Und das sind auch noch, das ist eine Armee, Mann. Einer gegen 100 wahrscheinlich. Ja, okay, das war's dann auf jeden Fall mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Abonniert auf jeden Fall auch noch nicht, was laber ich? Abonniert auf jeden Fall auch, wenn ihr noch nicht habt, um dann nichts mehr zu verpassen. Da würde ich mal sagen, tschüss und wir sehen uns nächstes Mal bei Juve 308. Ciao.